Alexander, makedonischer König, später der Große genannt. In nur wenigen Jahren erobert der junge Feldherr ein Weltreich, das sich über drei Kontinente erstreckt. Kein Herrscher vor ihm ist so weit vorgedrungen. Mit seinen Soldaten erreicht er die Grenzen der damals bekannten Welt. Nach seinem frühen Tod beginnt sich sein Bild zu verklären. Römische Büsten zeigen ihn jung und schön, das Idealbild eines jugendlichen Herrschers. In ägyptischen Reliefs wird er zum gottgleichen Pharao, auserwählt, um zu herrschen. Ein Mosaik zeigt ihn als tollkühnen Kriegshelden, der jeden seiner Gegner in die Flucht schlägt. Spätere Gemälde stellen ihn großzügig und zuvorkommend dar. Doch sie zeigen auch seine dunkle Seite. Jähzornig und brutal. Die Faszination um seine Person reicht bis heute. Spielfilme verklären ihn zu einem antiken Superstar. Doch wer ist Alexander wirklich? Ein brutaler Eroberer? Visionärer Herrscher? Ein Gott? Was hat ihn angetrieben? Alexander ist ein Mann, der gekennzeichnet war vom unbedingten Willen zur Macht. Und für diesen Willen zur Macht war ihm eigentlich kein Preis zu hoch.